So, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind jetzt mittlerweile schon 4 Level aufgestiegen. Ich habe zweimal fleißig Sport gemacht. Und ich bin mega, mega stolz, dass ich diese verdammten Hampelmänner gemacht habe. War kein Spaß. Gut. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Mit jeder Bewegung schreckst du mehr und mehr der Krähen lauthals auf. Ja, wir haben uns auch ordentlich Mühe dafür gegeben. Du siehst dich in einer schwarzen Wolke aus Vögeln, die sich allerdings von dir entfernen, statt sich auf dich zu stürzen. Die Technik deines Vaters hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Gekrächze ist so laut, dass Ida sich die Ohren zuhält. Selbst als sie schon auf halbem Weg in Richtung Berge sind, kannst du sie noch deutlich hören und siehst sie schließlich im Gebirge verschwinden. Lärmend flattern Krähen durch die Höhle, als der Tumult etwas aufwachen lässt. Ein gewaltiges Augenlid öffnet sich und, oh nein, gibt ein giftgelbes Auge frei, welches erbost umherschaut. Nur kurz wollte die Kreatur hier verschnaufen und ihre Kräfte sammeln. 4 Tage ist es jetzt her, also stellt sie sich müde auf die gewaltigen, krallenbewehrten Beine und spreizt die ledernen Flügel. Das klingt nach Drache. Bei einem ausladenden Gähner entblößt die Kreatur die vergilbten Hauer, zwischen denen die letzte Mahlzeit vor sich hin verwest. Der gewaltige Wanst, gut, vielleicht kein Drache, schleift über den Boden, als sie trabend Schwung aufnimmt und in Richtung Höhlenausgang rumpelt. Mit einem kräftigen Satz springt sie ab und ihre Flügel setzen zum Schwung an. Ich nehme alles zurück, es ist ein Drache. Ich habe jetzt kurz irgendwie an so einen Höllenfürstenorg gedacht, aber gut, was will der in der Höhle? Das hast du toll gemacht, ruft Ida dir zu und strahlt dich dabei bewundernd an. Von Angst ist keine Spur mehr in den Zügen deiner Schwester, die sich nun auf den Weg zu dir macht. Ich habe die Stelle markiert, sie muss irgendwo hier in der Nähe sein. Die Krähen haben hier so ein Durcheinander veranstaltet, ich hoffe, mein Schatz ist noch da. Suchend blickst du dich um, aber da du keine Ahnung hast, wonach du Ausschau halten musst, überlässt du Ida wieder die Führung. Ihr Blick wandert Richtung Boden. Sie scheint sich an irgendetwas zu orientieren, was dir offenbar verborgen bleibt. Sie nimmt ihren Daumen, reckt ihn in die Luft und peilt die Spitze des Hausdachs an. Wir müssen etwas weiter. Mein Daumen muss das ganze Dach verdecken. Das ist gar nicht so schlecht. Dann sind wir richtig. Tatsächlich sind es nur ein paar Schritte, bevor Ida freudig hochspringt und auf das Feld deutet. Es ist noch alles da. Juhu. Auf dem Boden liegen kleine Steine, fein säuberlich zu einem Herz geformt. Hier ist es. Also nicht das Herz, da drunter. Kannst du das Graben übernehmen? Herzlichen Dank. Dann darfst du auch meinen Schatz mitbenutzen. Die Erde zwischen den Steinen sieht nicht gerade locker aus, also beschließt du lieber, noch eine Schaufel zu holen, bevor du dir mit den Händen einen Wolf gräbst. Okay, aber beeil dich. Ich bin gespannt, was du zu dem Schatz sagst. Ich denke, das sind wir auch. Das lässt du dir nicht zweimal sagen und nimmst die Beine in die Hand. Dass sie eine Schaufel braucht, hätte Ida auch ruhig früher erwähnen können. Ihr seid schließlich gerade erst im Schuppen gewesen. Du rennst an den Ziegen vorbei, die einen nervösen Eindruck machen. Aber wer bleibt schon ruhig, wenn jemand wie wild an einem vorbeieilt? Im Hutschuppen hat sich glücklicherweise der Staub schon wieder gelegt, sodass deine Nase dieses Mal ohne Jucken auskommt. Eure Strohengel liegen nun ganz still da und du betrachtest eure Kunstwerke. Mit dem Fuß schiebst du langsam ein paar Strohhalme in Richtung Körpermitte deines Engels und verringerst seine Breite ein wenig. Zufrieden wendest du dich um und willst dir die Schaufel vom Haken an der Wand nehmen. Da verdunkelt sich der Raum schlagartig. Irgendwas muss sich zwischen die Sonne und die Ritzen des Schuppendachs geschoben haben. Etwas sehr Großes. Mit einem gewaltigen Summen kehrt das Licht in den Schuppen zurück und mit einem Windstoß, der all das Stroh wieder umherwirbelt. Der Staub legt sich sofort auf deine Augen und du versuchst, ihn möglichst schnell herauszureiben. Während du dich noch mit deinen Augen herumärgerst, durchschneidet ein gellender Schrei die eingekehrte Stille. Ida. Du blinzelst und entdeckst die Tür, sprintest hindurch und rennst einfach nur in die Richtung der Schrei. Sie ruft nun deutlich deinen Namen. Es ist ein anderer Tonfall als vorher. Sie hat Angst. Das ist mit Bestimmtheit herauszuhören. Du bemühst dich, deine Augen zu öffnen, um so schnell wie möglich die Situation unter Kontrolle zu bringen. Alles, was du ausmachen kannst, ist eine monströs größere Silhouette, an deren unteren Ende du das markante Blau des Kleids deiner Schwester erkennst. Du läufst hinterher, doch dieses Wesen ist viel schneller in der Luft als du am Boden. Die Schreie werden immer aufgeregter, aber auch immer leiser.
Mit endlich wieder klaren Augen kannst du gerade noch erkennen, dass das Ungetüm mit deiner Schwester in Richtung Stillheim geflogen ist. Danach kannst du nichts mehr am Himmel ausmachen. Ich dachte, das ist in der Schatzkiste, aber offensichtlich hat unser Abenteuer jetzt tatsächlich begonnen. Mit der Schaufel in der Hand tragen dich deine Beine noch zurück zu dem Herz aus Steinen. Mit vor Kummer zitternden Händen fängst du an zu graben und stößt schon bald auf eine kleine Truhe. Ach, das ist doch dort drin. Mann, drin ist ein Zettel mit deinem Namen und dem Satz, du bist mein allergrößter Schatz. Darunter befindet sich ein Buch. Hero, Handbuch epischer Rettungsoperation. Finde ich gut. Hero, dieses Bild hält allerhand Informationen und Maßregeln bereit, die sich im Laufe deines Abenteuers als nützlich erweisen können oder eben auch nicht. Es ist nur ein Buch, erwarte keine Wunder. Danke. So, heute ist hier ein bisschen mehr Abenteuer los. Das Buch ist schon reichlich abgegriffen, der Einband ist hier und da ramponiert und als du es aufschlägst, fällt dir gleich der Name eures Vaters ins Auge. Der Gedanke an deinen Vater lässt dich nicht los. Du hast ihm versprochen, auf deine kleine Schwester Acht zu geben. Jetzt ist sie verschwunden, entführt von einem gewaltigen Ungetüm und du konntest nichts ausrichten, bist nicht einmal bei ihr gewesen, als sie von diesem Wesen attackiert wurde. Ich finde, aus diesem Einsatz hätte man mindestens 2, wenn nicht sogar 3 machen können. Du steckst das alte Buch und den kleinen gefalteten Zettel in die Tasche und schlurfst mit hängenden Schultern Richtung Wegesrand. Immer mit der vagen Hoffnung, dass gleich jemand vorbeikommt und sich an die Rettung deiner Schwester macht. Deine Augen suchen flehend den Horizont ab, doch alles scheint in lächerlich harmonischer Ruhe stillzustehen. Der Wind hat vollkommen nachgelassen, die Sonne steht lachend am Himmel und statt dem Krächzen der Krähen ist das liebliche Gezwitscher der Sommervögel zu vernehmen. In deinen Ohren hallen jedoch bloß die angsterfüllten Rufe deiner Schwester nach. Sie wirken wie betäubend auf deine Sinne. Dein Körper versagte den Dienst und kurz neben dem Weg sackst du zusammen. Wenn doch nur ein edler Ritter in strahlender Rüstung heraneilen würde, er könnte mit Leichtigkeit die Verfolgung aufnehmen und Ida den Fängen des Untiers entreißen. Oder die Stadtwache könnte ihr gewaltiges Netzwerk nutzen, um schnell in Erfahrung zu bringen, wohin deine kleine Schwester verschleppt wurde. Wo ist so ein sagenhafter Held oder eine engagierte Amazone, die doch so häufig in den Geschichten deines Vaters aufgetaucht sind, wenn sich alles gegen die Hauptfigur zu verschwören schien? Ich fürchte, die Amazone sind wir selbst. Die selbstlos ihre Hilfe anbieten, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, die sich der Gerechtigkeit verschrieben haben und sich nicht um Zuständigkeiten oder Bürokratie scheren. Genau, aus deiner Sicht ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, damit sich einer von diesen zu erkennen gibt, sich deiner Sorgen annimmt und deine Welt wieder in Ordnung bringt. Deine Welt mit Ida. Auch Stunden später hat sich noch keiner erbarmt und den Weg zu dir gefunden. Die Entführung deiner Schwester scheint niemanden zu interessieren. Vielleicht hat das keiner gesehen. Vielleicht hätten wir mal losgehen müssen, um zu gucken, ob uns jemand hilft. Ich nehme an, unser Bauernhof ist ein bisschen abgelegen. Also ich weiß nicht, ob das zufällig jemand mitbekommen hat, aber gut. Sie könnte inzwischen schon einem Unglück zum Opfer gefallen oder irgendwelchen Sklavenhändlern anheim. Die wurde von einem Drachen entführt. Wie kommt die an Sklavenhändler? Anheim gefallen sein, die sie nun meist bietend verkaufen an Leute, die mit ihr unsägliche Dinge vorhaben. Die ist gefressen worden. Also nein, wir retten die natürlich. Aber bevor die von einem Drachenmaul zu einem Sklavenhändler kommt, wird die gefressen. Verstehe eine die Logik, ey. So ein Rumpeln lässt dich aus diesen schrecklichen Gedanken hochschrecken. Du öffnest einmal mehr deine Augen und wirst dir deiner Umwelt auf ein neues gewahr. Du bist nicht auf einem Sklavenmarkt, aber doch immer noch allein auf dem Boden. Ein Griff in deine Tasche gibt dir die Gewissheit, dass dort ein Buch zu finden ist. Deine Gedanken sortieren sich langsam und setzen sich wie ein Puzzle mit 8 Teilen zusammen. Du richtest deinen Blick auf die Quelle des Geräusches. Ein gut bepackter Wagen rattert neben dir über den Weg. Der bricht das rechte Vorderrad und befördert mit einem gut hörbaren Plumpsen den Fahrer des Wagens direkt neben dich ins Feld. Der Wagen liegt vor dir auf der Seite, die Ladung scheint gut gesichert gewesen zu sein, denn nichts davon hat sich vom Wagen entfernt. Der in rotem Leder gekleidete Fahrer versucht sich, den Schlamm von der Hose zu wischen, was ihm nicht so wirklich gelingen mag, bevor er sich aufrappelt. Er mustert dich kurz mit seinen etwas zu klein geratenen Augen und reicht dir daraufhin seine leicht aufgedunsene Hand. Ich weiß bloß nicht, wo der Schlamm herkommt, weil es war doch schönes Wetter. Dachte ich. Gut.
Bold ist grün, mein Name hoch erfreut. Bei aller Bescheidenheit, Sie haben sicher schon von mir gehört und wissen, dass ich auf dem höchst wichtigen Wege nach Stillheim bin. Jetzt haben wir hier von Hero eine Information. Stillheim ist eine mittelgroße Stadt in der ländlichen Region. Es sollte lieber Lautheim heißen, so viel wie da teilweise los ist. Mit den Stadtwachen ist gut Kirschen essen, die Kerne sollten dabei allerdings runtergeschluckt werden, denn die Wachen sind aufbrausend wie ein Kessel unter Volldampf. Mein Erscheinen dort duldet keine Verzögerung. Als Eigentümer dieses Feldes, davon gehe ich jetzt mal aus, stehen Sie in der Pflicht, auch die Wege instand zu halten, was ja augenscheinlich nicht eingehalten wurde. Darum entspricht es nun dem Mindestmaß an Anstand, dass Sie mir mit helfender Hand zur Seite stehen. Das Wiederherstellen der Fahrtüchtigkeit eines Rades bin ich mächtig, doch muss dabei der Rest des Wagens ausreichend gestützt werden. Diese Aufgabe wird nun Ihnen zuteil. Ha! Das habe ich gestern schon gemacht. Genau, das habe ich gestern gemacht. So, und zwar machen wir nämlich zum ersten Mal eine Plank. Ich hatte mir das gestern erstmal angeschaut. Ach, das erzähle ich euch gleich. Also die Vergangenheit, Susan, erzählt euch das gleich. So, bei der Plank, Bäuchlinge auf den Boden legen, Unterarme parallel halten und abstützen, gedanklich die Ellenbogen Richtung Füße ziehen, Knie vom Boden abheben, Hüfte nach hinten kippen, Oberschenkel, Po und Bauch kontrahieren und die größtmögliche Körperspannung aufbauen. Wenn ich das lese, habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Zum Glück gibt es hier ein Bild. Das ist die Plank. War mir jetzt nicht neu, weil ich das tatsächlich schon mal ausprobiert hatte. So, 3 tiefe Atemzüge sind eine Wiederholung. Etwa 10 Sekunden halten, vor dem nächsten Plank eine kurze Pause machen. Achso, das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich immer 6 Atemzüge gemacht. Wir müssen nämlich 2 Planks machen. Und ich habe quasi immer ich habe erstmal ausprobiert, ob ich 6 tiefe Atemzüge schaffe. Ob das jetzt 20 Sekunden waren, keine Ahnung. So, aber ich habe wirklich versucht, im Sinne des Möglichen 6 tiefe Atemzüge zu machen. Dann natürlich die Hand bei meiner Reverse Flies. 5 Runden das Ganze. Und weil ich es jetzt vorlese, darf ich mir sogar schon die 2 Level geben. So, und die Vergangenheit, Susan, erzählt euch gleich, wie es ihr mit der Übung ergangen ist. Sachen, die verfluchten Handballmänner, die gehen mir ein bisschen auf den Keks, aber ich glaube, heute, das werden wir gleich sehen, was als nächstes ansteht, heute mache ich wieder Sport und da werde ich vielleicht sogar freiwillig Handballmänner machen. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt auf jeden Fall Level 6 und ich schalte jetzt weiter zu der Armsusen von gestern, die die Planks und Handballmänner gemacht haben. Hat. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich fühle mich gerade wie der König der Welt. Meinetwegen gendern wir. Ich bin die Königin der Welt. Ich würde jetzt nicht sagen, des ganzen Universums, das sage ich euch dann, wenn ich den ersten Endgegner besiegt habe. Ich habe euch gestern noch gesagt, dass ich wahrscheinlich erst am Freitag wieder Sport mache. Heute ist Mittwoch. Ich habe also jetzt den 5. Tag in Folge gedreht. Und zwar habe ich heute etwas gemacht, wo ich euch noch gar nicht den Text vorgelesen habe. Wenn ihr das seht, dann werde ich den Text vorgelesen haben. Und zwar 2 Planks, wobei eine Plank 3 Atemzüge ist, 10 Hampelmänner, 10 Reverse Flies und das Ganze 5-mal wiederholt. Ich hatte keine Lust auf Hampelmänner, weil ich habe heute den Muskelkater überall gespürt. Oberarme, Schultern und halt an unterschiedlichen Bereichen meines, wie heißt das? Korpus, das in der Mitte. Ne? Also irgendwie untere Bauchmuskeln, obere Bauchmuskeln, seitliche. Wir haben ja da überall Bauchmuskeln, es tun unterschiedliche Muskeln weh. Aber ich dachte mir heute so, du ziehst es durch. Ich wollte nämlich eigentlich, wir wollten heute einen Spaziergang machen mit zur Raid-Stunde. Wir spielen ja noch Pokémon nebenbei. Ich habe jetzt nach meinem 2. Durchgang habe ich Fernraid gemacht. War jetzt nämlich, also jetzt ist es kurz nach 7. Deswegen. Ne, kurz nach. Hä?
Ich habe die Raid-Stunde verpasst. Die war um 6. Das war jetzt also nur Zufall. Ich habe mich tatsächlich eingeloggt, weil ich felsenfest davon überzeugt war, um 7 ist Raid-Stunde. Und dann hat mich jemand so einen Fun-Raid eingeladen und dann habe ich einen Fun-Raid gemacht. Und dachte mir, also mit Fun-Raid passt, falls sich jemand auskennt. Damit, wenn nicht, dann ist das alles nur Kauderwelsch. Und das war also nur Glück. Ich dachte, wunderbar, da musst du nicht zur Raid-Stunde gehen. Aber ich habe die Raid-Stunde ja um eine Stunde verpasst. Ich Dummchen. Ist auch nicht, ist egal. Ja, Fakt ist, mein Spatze hatte heute 18 Uhr einen Termin. Was wir heute gemerkt haben, dachte ich mir, gut, dann gehen wir vorher. Wir waren heute auch schon 2 Stunden spazieren. Also ich habe mittlerweile 15.722 Schritte. Und haben den Spaziergang halt vorher gemacht. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann so... Wann habe ich angefangen? Kurz nach 18 Uhr. Ich habe erst noch irgendwie so 30 waren es nicht, etwa 25 Minuten Sport gemacht. Und dann dachte ich mir, ich hatte keine Lust auf Hampelmänner, du versuchst jetzt mal die Plank. Ich habe mich schon mal vor einem Jahr mit Plank versucht. Ich weiß, dass ich sie nicht lange durchhalte. Auf jeden Fall keine Minute und auch keine 30 Sekunden. Aber 2 Planks musste ich machen, sind 6 tiefe Atemzüge. Und ich habe, man kann sich jetzt wahrscheinlich darüber streiten, was tiefe Atemzüge sind. Ich habe quasi, war ein tiefer Atemzug und habe quasi auch währenddessen so geatmet. Also nicht, sondern wirklich, ja, so ganz lange habe ich es nicht gezogen, wir wollen es ja noch nicht. Ich habe mir freigelassen, also wenn ich jetzt zum Schluss bei den letzten Runden, was weiß ich, nur noch, eingeschafft hätte, dann hätte ich abgesetzt und hätte dann noch 3 Atemzüge gemacht. Aber das ging. Also nach dem 6. Atemzug habe ich mich dann tatsächlich auch fallen lassen auf die Matte. So ist es nicht. Ja, ich hätte das nicht noch irgendwie eine Weile ziehen wollen. So, aber 2 waren okay. Und nachdem ich das ausprobiert hatte, dachte ich mir, ach komm, machst du halt nochmal Hampelmänner. Ich muss hier sowieso jeden Tag Hampelmänner machen. Ich habe euch ja aktuell noch nicht gezeigt, was ich für den ersten Endgegner machen muss. Wir reden noch nicht davon, was im Laufe des Buches mit uns passiert, beziehungsweise mit mir. Ich habe heute übrigens Schweißband, weil Plank und Hampelmänner haben mich heute wirklich, also es wird jeden Tag schlimmer, aber wie gesagt, ich war vorher schon dolle vorgewärmt. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meine Dusche und wenn ich euch das dann vorlese, was jetzt vorher passiert ist, also die Zukunft Susan wird euch den Text vorgelesen haben und die darf dann auch, ich mache mir immer Notizen, die darf dann auch schon die 2 Kreuze machen und dann guckt ihr vielleicht, wie ich verschwitzt aussehe oder auch nicht. So, auf jeden Fall machbar. Gucken wir uns mal noch die Übung für morgen oder übermorgen an. Was war das Aufregendes? Ach ja, das ist eine Bonus-Quest, von der ich schon beschlossen habe, dass ich sie mache. Muss ich 6 Planks machen. Ich glaube, das geht. Und die Übung danach habe ich schon gemacht. Und was wartet dann auf uns? Ihr erratet es. Meine Nemesis. Ich weiß, wie viele ich für den Endgegner machen muss. Ich bin tapfer. Ich bin tapfer. Ich habe abgenommen. Habe ich euch das schon erzählt? Wir machen mal, wenn ich das erste Kapitel durchgespielt habe, machen wir mal Kassensturz. Jetzt habe ich blöderweise kein Gewicht, wo ich angefangen habe. Ich habe mich quasi erst, wann habe ich mich gewogen? Gestern Morgen. Da hatte ich schon abgenommen. Ich werde fit. Ich bin stolz wie Bolle. Ich bin so stolz. Ich bin eine stolze kleine Orkin. Jaskasch!